Moin, moin und Prost. Es gibt den ersten heißen Kaffee des Tages. Der Regen hat nachgelassen, es wird langsam hell, die Temperaturen gehen wieder etwas hoch. Wir sind auf dem Weg nach Holland und wollen die Herbstsaison jetzt hier zum Hechtangeln einläuten. Ich bin mit Dieter unterwegs, mit dem war ich ja schon mal in Holland unterwegs und diesmal haben wir sein neues Boot dabei. Ein Finnwalboot mit einem riesengroßen Motor. 140 PS hängt da hinten dran. Das soll so ein richtiges Rennboot sein. Schauen wir mal. 2 Kilometer links halten und auf der Und wir sind jetzt bald laut Navi am Wasser. Wir sind auf dem Weg oder unser Zielgewässer ist das Volkerrack unter Raubfischanglern weltbekannt. Wahrscheinlich eines der besten Wassersysteme, Gewässer in Europa, wo man Chancen auf 1,20 Meter, 1,30 Meter Hechte hat. Aber es ist definitiv kein einfaches Angelrevier. Es gilt für uns Angler strenges Catch and Release. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, oder das wird auch einer der Gründe dafür sein, dass es hier so ein horrendes Aufkommen an wirklich großen, großen Fischen gibt. Riesenbarsche, Riesenzander und natürlich XXL-Hechte. Aber Fische, die viel beangelt werden, also es gibt dort auch einen immensen Angeldruck, kennen natürlich auch viele Köder oder alle Köder vielleicht sogar und lassen sich dementsprechend auch schwer überlisten. Die Angler, die mit dem Namen Volkerrack nichts anfangen können, das Volkerrack ist eine große Wasserstraße hier in Holland im Rhein-Maas-Delta. Dieses große Wassersystem verbindet im Osten über die Volkerrack-Schleusen das Hollands Diep mit dem Haringsvliet. Diese Gewässer sind auch in der Raubfischszene ultra bekannt. Ja, und es gilt als Mekka für die Raubfischangler hier in Holland. Wir sind jetzt jeden Moment an der Slipanlage. Bis dahin ist auch 58 folgen. Genau, das Navi hat immer recht. Wir sind jeden Moment an der Slippe. Bis dahin ist auch der Kaffee leer. Und dann nehmen wir euch mit in den nächsten 2 Tagen. Wir werden 2 Tage unterwegs sein, zeigen euch ein bisschen, was wir machen. Ich habe eine ganz, ganz spezielle Taktik diesmal. Ich werde nämlich nur Hop oder Flop angeln. Das bedeutet XXL-Köder. Werfen, 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 werfen. Entweder kommt er oder er kommt nicht. Aber die Chance ist hier auf jeden Fall vorhanden. Ich freue mich, bin mega gespannt und wir sehen uns gleich wieder an der Slippe in Oude Tonge. Da stelle ich euch nachher auch mal unser ganz gemütliches Quartier vor, denn wir wohnen dort direkt am Wasser, können direkt ins Boot einsteigen und starten. Bis später. Jetzt in dem kleinen gemütlichen Örtchen Oude Tonge hier im Hafen angekommen. Dieter rennt gerade irgendwo da hinten auf dem Markt rum und will uns noch was zu essen organisieren für den heutigen Angeltag. Essen ist wichtig beim Angeln. Hier in Holland gibt es gute Gäse, die Gäse-Antje. Und ich bewache hier unser Gespann, dass uns kein Holländer irgendwelchen Stinkekäse ins Auto schmeißt oder aufs Boot. Und dann geht's los. Mahlzeit. Gibt's Käse? Käse habe ich jetzt keinen. Kein Käse aus Holland? Nein, und aber Antje. Frühstück süß. So. Rosinenbrötchen mag ich nicht. Könnerbrötchen. Geht. Vorne die Antje drauf. Aber ein bisschen Käse ist schon wichtig. Gibt keinen Käse. Kein Käse aus Holland. Ich hole noch Käse. Dieter holt jetzt doch noch Käse. Jetzt rennt er wieder los. Hätte er gleich den Käse mitgebracht, hätte man schon einen Hecht gefangen. Aber er hat nur trockene Brötchen geholt. Ohne Käse. Naja, gleich geht's los. We'll be right back.
Jetzt geht es noch durch den Kanal, immer geradeaus und dann geht es hinaus aufs große Volkerrack. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind draußen an unserem ersten Spot angekommen. Wie vermutet, ist wirklich richtig viel los hier. Wir haben Freitagmittag, überall sind Angler zu sehen, also an nahezu jeder Kante treibt ein Boot. Und da ist natürlich dann ganz wichtig, mit der Köderwahl sehr experimentierfreudig zu sein und möglichst viele verschiedene Plätze an so einem Tag durchzuprobieren. Es bringt nichts, ein Hopping zu machen, also immer gleich wieder wegrennen, wenn man eine halbe Stunde nichts gebissen hat. Man sollte sich auch an bestimmten Strukturen oder Kanten, wo man Vertrauen drin hat, dann ein bisschen festbeißen und immer wieder drüber driften. Aber in diesem riesigen Gewässerkomplex hier können die Fische überall und nirgends sein und haben auch Phasen, wo sie komplett die Mäuler zu haben und dann aber auch wieder kurze Aktivitätsphasen, wo sie aggressiv werden und nach euren Ködern schnappen. Und diese Zeiten müssen wir halt hier draußen aussitzen und möglichst flexibel mit innovativen Ködern abfischen. Ich habe jetzt hier einige Neuheiten dabei. Das ist ja hier ein ganz bekannter Köder, der Quantum Twindler. Der hat auch kürzlich einen großen Wettkampf gewonnen, also wirklich ein Wahnsinnsköder auf Hecht in gedeckten Farben oder in sehr grellen Farben. Je nach Tageslicht, nach Sonneneinstrahlung und nach Wasserfärbung und Trübung solltet ihr hier ein bisschen rumexperimentieren. Auf dem Twindler habe ich vorne einen 20 Gramm Kopf montiert. Also relativ leicht noch. Wir haben hier viele große Flachwasserbereiche. Ist jetzt so die optimale Bebleihung für eine Wassertiefe von 3 bis 4 Metern. Ich lasse den schön absinken, holen dann langsam durchs Wasser ein. Und als doppelten Beißschutz unseren Quantum Stinger, den Craft Stinger. Ganz interessantes Teil. Ich zeige euch mal ein bisschen aus der Nähe. Ein Drilling, der wie zur Seite hier hochgebogen wurde. Und unten die 2 Drähte, die ihr in euren Köder einsetzen könnt. Wenn jetzt der Hecht drauf beißt, beschädigt er euren Köder nicht, hat ein besseres Hakvermögen, weil er, ich zeig's euch mal, so wird er im Köder befestigt. Der Hecht schnappt drüber, hakt sich und im Drill nach dem Biss reißt er den Haken an den Haltedrähten aus dem Gummiköder hinaus, gibt überhaupt keine Beschädigung am Köder und der Hecht kann frei gedrillt werden. Diese beiden Köder habe ich am Start, werde ich jetzt viel mit angeln und experimentieren. Und dann habe ich noch ein paar Neuheiten am Start, die die Hechte hier sicherlich noch nicht gesehen haben. Und zwar aus meiner Plaquette Walla Range. Hier vorne seht ihr den Cat Twister, hat eine Länge von 20 cm. Ein ganz verführerisches Schwanzspiel. Von der Beköderung ähnlich wie eben beim Twindler. Im hinteren Teil der Craft Stinger. Vorne ein Schickhaken am relativ leichten Kopf. Den Köder gibt es in ganz unterschiedlichen Farben. Hier diese sehr gedeckte Farbe mit dem orangenen Bauch, auch immer eine Macht. Beim Welsangeln geht er richtig gut und ich denke, vielleicht haben hier auch die großen Hechte
Bock drauf. Dann habe ich noch unseren neuen Catchet im Einsatz. Mit dem werde ich jetzt auch erstmal das Angeln beginnen. Ein 18 cm langer Gummifisch, der sehr, sehr schön flankt im Wasser und der Schwanzteller eine richtig schöne Wasserverwirbelung, richtig schön Wasserdruck macht und auch beim langsamen Einkurbeln den Köder über flachem Wasser schön bremst, dass ihr ihn schön übers Kraut ziehen könnt. Auch in unterschiedlichen Farben, was ganz auffälliges, weiß Redhead, eine mega Waffe dieser Köder zeitweise. Dann hier ein Barsch-Design oder hier auch was ganz Gedecktes, Unauffälliges, wieder mit dem schönen orangenen Bauch. Aber wenn ich ein Hecht wäre, würde ich hier reinbeißen. Das Setup hier zum Angeln für die großen Köder nutze ich die. Das Piepsen, was mich gerade unterbrochen hat, ist unser Flachwasseralarm. Ganz wichtig. Hier seht ihr es, wir sind jetzt von einer 3 Meter Kante auf ein großes Flachwassergebiet gedriftet. 1,7 Meter und da springt sofort das Echolot an und warnt uns, wenn man zu sehr aufs Angeln vertieft ist, dass man nicht irgendwo aufläuft. Vorne im Hintergrund seht ihr unseren Hubmotor, da wo der Dieter auch steht. Mit dem ziehen wir uns hier an den Kanten entlang. Ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel bei der Fischerei auf dieser riesigen, riesigen Wasserfläche hier, die natürlich auch sehr windanfällig ist. Und da ist so ein Bugmotor eine ganz feine Sache. Wenn man sich einfach nur driften lässt, kann man natürlich auch Fische fangen, aber so kann man schon seinen Standort mit dem Bugmotor, mit der Ankerfunktion oder mit einer leichten Trolling-Funktion perfekt halten und die Kanten ganz systematisch abklappern. Jetzt kommt sogar noch die Sonne raus, ganz herrliches Wetter und da will ich euch noch mal kurz mein Setup vorstellen. Ich habe zwei Routentypen dabei, die eine die leichte Rute zum Barsch- und Zanderangeln oder für die kleineren Gummifische liegt jetzt unten im Boot verstaut. Hier ist meine Hechtrute, das ist die Quantum Smoke mit einer Länge von 2,70 Meter und einem Wurfgewicht bis zu 105 Gramm. Ist eine Universalwaffe. Diese Rute nutze ich auch zum Heilbuttangeln in Norwegen und ist so wirklich in den letzten Jahren meine absolute Lieblingsrute hier geworden für die Hechtfischerei mit großen Ködern, egal ob ihr auf Gummis steht oder auf Hardbaits. Als Rolle nutze ich die Carbo in der 40er Größe, bespult mit einer 18er geflochtenen Schnur. Das ist schon etwas grober, aber wenn der richtige Endgegner kommt, den wir ja hier im Volkerrack vermuten, also wir wissen, dass sie da sind, aber wir müssen ihn natürlich auch erstmal an den Haken bekommen. Aber wenn es dann soweit sein sollte, wenn so eine richtige Hecht Mutti, so ein Krokodil hier auf unseren Köder reinfährt, sollte natürlich auch eine vernünftige Rolle und auch eine haltbare Schnur im Einsatz sein. Als Vorfach hier seht ihr ja schon, da bin ich jemand, der doch relativ fein noch angelt. Fein ist relativ, aber ich vertraue da auf eine unsichtbare Vorfachschnur. Ich habe hier eine Mono in einer 80er Stärke. Da sagen manche schon, boah, eine 80er ist aber gewagt, lieber ein Millimeter drauf. Ich bin mit einer 80er bis jetzt gut gefahren. Mein Vorfach ist circa 60 cm lang. Unten habe ich einen starken Karabiner, der meine Köder sicher hält. Ja, und so sieht das ganze Setup aus. Und dann heißt es einfach nur noch werfen, werfen und werfen.
Also an so ein Angeln kann man sich hier wirklich gewöhnen. Ist richtig Rentner-Style. Richtig gemütlich. Der E-Motor zieht uns hier an der Kante entlang. Und ich sitze in einem gemütlichen Lederstuhl und hole meinen Köder rein und werfe ihn danach wieder raus. Das ist Wahnsinn, wie sich das Hechtangeln oder überhaupt das Raubfischangeln in den letzten Jahren so gewandelt hat. Ne? Früher sind wir mit dem Ruderboot da rausgerudert als kleine Jungs und haben unseren verrosteten FZ irgendwo in die Seerosen geschmissen. Und jetzt sitzen wir auf High-End-Booten, die teurer sind als ein Mittelklassewagen, auf dem Lederstuhl und lassen uns von einem vollautomatischen E-Motor an der Kante entlang ziehen. Es ist wahrscheinlich nicht ausschlaggebend, um gute Fische zu fangen, so eine Ausrüstung, aber es ist auf jeden Fall mega bequem. Wir haben hier auf dem langen Plateau immer wieder Krautkontakt. Seht ihr jetzt hier ganz gut. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe extra ja schon meine Haken komplett alle oben am Köder gesetzt und einen relativ leichten Kopf im Einsatz, damit ich den Köder schön übers Kraut führen kann. Aber dort, wo Kraut ist, sind in der Regel auch die Hechte. Und das egal zu welcher Jahreszeit. Wir konnten hier schon im Winter, kurz vor der Laichzeit, auf den abgestorbenen Krautfeldern gute Fische fangen. Im Sommer im Kraut. Und jetzt haben wir Herbst. Und da denke ich auf jeden Fall, dass krautreiche Gebiete immer ein Spot sind, wo Fische zu finden sind. So, jetzt werde ich nochmal meinen Köder wechseln. Der hat jetzt eine Stunde da draußen gewütet, ohne Aktion. Ich werde jetzt mal den Quantum Paddler hier fischen. Auch ein geiler Köder in der 18er Größe. Auch hier der Craftsdinger im letzten Drittel vom Köder schön fixiert. Vorne ein 15 Gramm Kopf. Und dann schauen wir mal. Solange die Sonne jetzt scheint, seht ihr das schon, nehme ich relativ gedeckte Farben. Dunkelgrün, schwarz, gerne mit so orangenen Bereichen, mit helleren Bereichen im Gummifisch drin. Und weiter geht's. Heute ist richtig, richtig zäh. Bis jetzt hatten wir nicht mal einen Biss. Wir sind jetzt noch näher aufs Kraut gerückt. Also wir angeln jetzt bei einer Wassertiefe von 1,30 Meter, 1,40 Meter direkt überm, oder besser gesagt vielleicht sogar im Kraut.
Weil hier müssen theoretisch Fische sein. Hier werden auch Fische sein, aber auch die machen ihre Kiefer nicht auseinander. Auf Deutsch gesagt, die fressen nicht auf. Ich zeige euch mal, was wir gebaut haben, um im Kraut angeln zu können. Wir haben die Catchheads mit einem Offset-Haken versehen. Also den Gummifisch hier unten komplett aufgeschnitten, hier oben aufgeschnitten, den Offset-Haken reingesetzt. Der Offset-Haken ist unten mit einem 10 Gramm Blei bestückt, also ganz, ganz leichtes System, um auch durchs Kraut angeln zu können, ohne gleich das Kraut am Haken einzusammeln. Und wenn der Hecht jetzt beißt, zack, drückt er den Gummi nach unten und der Haken, im besten Fall, fast der Haken dann im Hechtmaul. Ne, ist ein gutes System, hat schon gute Erfolge gebracht, aber auch momentan irgendwas liegt in der Luft. Es ist wirklich schwierig, es ist wirklich zäh. Wir haben jetzt die Mittagsphase schon überwunden. Man sagt ja immer beim Angeln, dass so die Zeit 11 bis 13, 14 Uhr, wenn dann die Sonne am höchsten steht, oft nicht gerade die beste Fangzeit ist. Naja, morgens war nichts, mittags war nichts, viele, viele Boote um uns herum. Da haben wir auch nicht großartig sehen können, ob da irgendwas passiert ist. Es sieht so aus, als stochern gerade viele hier im Teich rum auf der Suche nach irgendeinem Fisch, der Hunger hat. Ich greife jetzt zu einem kleinen Geheimtrick. Diese Soße oder diese übel riechende Flüssigkeit trägt auf jeden Fall mein Vertrauen beim Welsangeln. Und ich habe es auch schon öfters in solchen mauen Phasen beim Hecht- oder Zanderangeln eingesetzt, indem ich die Schätze, die Gummifische damit richtig deftig eingesprüht habe. In der Regel sagt man ja, der Hecht ist ein Sichträuber. Wenn der Gummifisch hier vorbeischießt, muss er draufballern. Aber jetzt probiere ich das noch aus. Jetzt kommt noch richtig Gestank auf den Gummi. Ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ein Dieter sein neues Boot hier mit dem ganzen Teppich und den Ledersitzen versaue. Es riecht ordentlich. Weiter geht's. Lass den Köder jetzt hier direkt so durch die Krautbüschel tanzen. Kurbeln eigentlich nur stumpfsinnig ein. Lassen als mal ein bisschen zocken. Und bin doch der Meinung, dass man damit wenigstens erstmal irgendeinen kleineren Hecht, so ein 50er, 60er, 70er, die ja hier reichlich vorkommen sollten, aus der Reserve locken kann, um sich mal ein bisschen Gefühl wieder beim Angeln hier zu verschaffen und Vertrauen. Aber das ist dieses Großhechtangeln an diesen großen und auch stark frequentierten Gewässern. Hier ist nicht jeder Tag Fangtag und es gibt auch viele, viele harte Zeiten, die man durchstehen muss. Aber dann irgendwann kommt der gewünschte Einschlag. Man kann hier jederzeit täglich den Fisch des Lebens fangen. Und da arbeiten wir jetzt weiterhin dran.
definitiv ein geiler Angeltag, aber kein Fangtag. War wirklich hart, hart aber herzlich. Wir haben alles probiert. Wir haben neue Köder probiert, die die Fische definitiv nicht kennen. Wir haben bewährte Köder probiert und geworfen, auf die die Fische schon hier reihenweise reingefallen sind. Nothing. Wir haben experimentiert und sehr auffällige Köder präsentiert. Und wir haben mitten im Kraut mit Offset-Haken geangelt im ganz, ganz flachen Wasser. Alles blieb heute leider ohne Erfolg. Morgen haben wir noch einen kompletten Angeltag zur Verfügung. Einen ganzen Angeltag, da werden wir mit neuem Elan starten. Und jetzt geht es erstmal zurück nach Oude Tonge in den Hafen, Schnitzel in die Pfanne schmeißen und sich Gedanken machen, was wir morgen besser machen können. Bis morgen, Jungs. Drückt uns die Daumen, dass es morgen besser wird. Schönen guten Morgen. Heute sind wir definitiv früher dran als gestern. Wieder mit einem heißen Kaffee, den haben wir von unseren Nachbarn hier geschnorrt. Hier im Hintergrund seht ihr die gemütlichen Ferienhäuser von Oude Tonge. Und jetzt mal gespannt, was der Tag heute bringt, ob es heute besser läuft. Wir packen jetzt unsere ganzen Sachen aufs Boot, dann geht's raus und dann starten wir in den zweiten Angeltag. Prost! Samstag früh, auch heute, ihr seht es ja, werden wir auf dem Folgerack definitiv viele, viele Mitangler haben. Allein hier von Oude Tonge starten in den Morgenstunden mehrere Boote hier im Marinapark. Alle mit der Hoffnung, den Fisch des Lebens zu fangen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an auf der Homepage. Hier können versierte Raubfischangler sich ganz gemütliche Ferienhäuser mieten. Die seht ihr alle hier. Ihr könnt euer Boot direkt vorm Haus parken oder euch hier ein Boot auch mieten, wenn ihr kein eigenes habt, und dann direkt ins Abenteuer starten. Ganz geiles Angelrevier, ganz tolle Wohn- und Chillmöglichkeiten hier direkt am Wasser in Holland. Wir haben gestern Abend im Hafen, wo wir zum Abendessen gelaufen sind, noch ein paar andere Angler an der Frikandje-Bude getroffen, haben ein bisschen geschnackt und die haben auch alle irgendwo das Gleiche bestätigt. Ja. Die meisten hatten gestern so gut wie überhaupt keine Aktion. Der ein oder andere hat einen Fehlbiss oder einen Schniepelhecht im Kraut, aber so richtig Aktion war gestern da draußen nicht. Das kann bedeuten, dass es heute deutlich besser wird. Aber es wird sicherlich nicht einfach. Dieses Revier hier beherbergt immens große Fische. 1,20 Meter, 1,30 Meter Fische werden hier immer wieder gefangen. Auf die Anzahl der Angler, die auf diesem riesigen Gewässersystem unterwegs sind, vielleicht sogar täglich. Aber es ist wirklich nicht einfach. Man hat aber bei jedem Wurf, bei jedem Einholen des Köders die Möglichkeit, hier den Fisch des Lebens zu fangen. Und genau aus dem Grund sind wir hier.
Und jeder neue Angeltag kann auch der Tag des Siegers sein. Ansonsten lernt man dazu und kommt wieder. Aber jetzt haben wir erstmal einige Stunden Zeit zum Werfen. Ein toller, warmer Herbsttag liegt vor uns. Es sieht relativ windstill aus. Die Sonne geht jetzt langsam auf. Wird geil. Erste Fisch nach gefühlten 20 Angelstunden. Der erste Fisch ist am Start, am zweiten Morgen des heutigen Tages oder unserer Angelzeit hier in Holland. Knapp über 80 cm. Ein starker Fisch schafft auf jeden Fall Vertrauen, dass wir hier das Richtige tun. Ja. Verrückt war, dass der Fisch auf den Wobbler kam, aber das ist ja das Wichtige. Wir versuchen hier im Boot möglichst flexibel zu angeln. Ich konzentriere mich oder fische mit dem Quantum Twindler in diesem Forellendekor. Großer Köder, sehr auffälliger Köder. Wir haben uns abgesprochen und haben gesagt, okay, einer fischt mit Wobblern im Mittelwasser. Vielleicht sind ein paar Hechte aktiv und ich durchflüge vom Grund bis hoch zur Oberfläche hier den Vollgerack mit dem großen XXL-Gummischwanz. Wir sind heute früh ein bisschen tiefer gestartet, auf der tiefen Kante von 6-7 Metern und werfen unsere Köder immer hoch an die Krautkante. Also angeln vom flachen Wasser, da oben haben wir so 2,5-3 Meter, diese tiefe Kante runter. Oben ist alles bekrautet, darüber landen die Köder, fischen sie ein bisschen nach vorne, lassen sie dann zum Grund absinken und dort werden dann die Köder geführt. Und der Plan ging auf, eine Stunde geangelt. Der erste Fisch, so kann es weitergehen. Es ist Mittagszeit, die Sonne steht hoch und ich werde jetzt von meinem Plan etwas abkommen, denn Dieter ist mit zwei Fischen hier bei uns im Boot im Vorsprung. Beide Fische auf Wobbler mit Gummi, keine Aktion. Ich werde jetzt also meine Gummis auch gegen Wobbler tauschen und habe mir hier so einen Radaumacher rausgesucht mit einer tiefen Tauchschaufel, der gleich auf Tiefe kommt, denn unseren Angelplatz werden wir beibehalten. Wir werden jetzt nur die Köder wechseln und ich denke, es ist wichtig, einen Tiefläufer einzusetzen, damit wir weiterhin hier von der Gewässermitte an die flache Kante ranschmeißen können und dann von der flachen Kante ins Tiefe den Wobbler runterziehen. Ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass der Wobbler momentan im Vorteil ist gegenüber den Gummis. Woran es genau liegt, kann ich euch nicht sagen, aber Dieter hat zwei Fische, das ist kein Zufall mehr. Und deswegen werde ich es jetzt auch mit einem Wobbler probieren. Mal schauen, ob der mir mehr Erfolg bringt, jetzt in dieser Phase hier in Holland. Bei der Führung des Wobblers ist darauf zu achten, dass ihr während der Einholphase immer so ein bisschen beschleunigt über die Rutenspitze, stehen lasst, wieder beschleunigt, stehen lasst. Beim Stehenlassen halte ich trotzdem den Druck zum Köder, indem ich langsam weiterkurbel. Und jetzt seht ihr, der kommt richtig schön tief hier am Boot, in Bootsnähe an.
durchwirbelt momentan die tieferen Wasserschichten. Wir stehen jetzt auf der 5 Meter Kante. Und vielleicht macht der die müden am Grund stehenden Hechte durch sein nervöses Laufverhalten munter. Und ich kann endlich auch einen Fisch fangen. Es hat eben ein bisschen gedauert, dass wir die Kamera anmachen konnten. Volleinschlag. Wir haben jetzt komplett umgestellt auf Wobbler. Ich habe einen tieflaufenden Wobbler mir drauf gemacht. Eben beim zweiten Wurf Volleinschlag. Dieter hatte ja vorher zwei Fische mit dem Wobbler. Und haben wir gesagt, die stehen momentan nicht auf die Gummis umgesetzt. Und das ist eine gute Röhre. Knapp an der Metermarke vorbeigeschrammt. 95 cm. Aber der dritte Fisch des heutigen Tages und auffallend war, alles auf Wobbler bis jetzt. Aber so ist das Angeln manchmal. Geiler Fisch. Weiter geht's. Fisch Nummer 4. Ich glaube, wir haben für heute das Rätsels Lösung gefunden. Jetzt warten wir noch auf die Mama. Die Nachmittagssonne hat richtig Kraft bekommen. Es sind jetzt gefühlte 30 Grad hier auf dem Boot. Und wir sind mega happy, dass unser flexibles Verhalten dann doch noch so belohnt wurde. Es zeigt auf jeden Fall, dass man sich hier auf nichts, rein gar nichts, beim Angeln an so großen Gewässern verlassen kann. In der Vergangenheit immer super erfolgreich mit Gummifischen und vor allen Dingen mit diesen großen oder größeren Gummis, 18 cm, 20 cm Hechte abgeholt. Und jetzt, gestern komplett geblenkt, war ein harter Tag. Und heute haben wir gesagt, jeder fischt einen anderen Köder. Und Dieter hat dann angefangen, mit seinen Wobblern rum zu experimentieren. Ich mag Wobbler auch gerne beim Schleppen. Aber so beim Werfen war der Wobbler nie so mein richtiger Favorit. Es waren eigentlich immer die Gummis. Die Köder, die ich am liebsten benutzt habe, weil ich den Gummifisch halt einfach am Grund schicken kann, weil ich das Gewicht des Köders durch das Gewicht des Bleikopfs variieren kann, weil ich ihn durchs Wasser kurbeln kann, über Flachwasserbereiche schneller einkurbeln kann, durch tiefes Wasser vom Grund zur Oberfläche hin gemächlich hochkurbeln kann. Also es war oder ist für mich einer der universellsten Köder, einer der besten Köder zum Raubfischangeln, aber heute haben die Wobbler wirklich mal wieder gezeigt, was sie können und uns den Tag gerettet. Es war ein mega geiler Angeltag, ist immer noch ein mega geiler Angeltag. Vier Fische auf der Habenseite, ein Fisch knapp unter der Metermarke, ein Hecht mit 80 und einer mit 70, einer mit 60. Also das komplette Sammelsurium gefangen. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch bis zum Dunkel werden, ein, zwei Stunden werden wir noch draußen bleiben. Eine Mutti ans Band. Auf jeden Fall bleiben wir heute den Wobblern treu, denn sie haben ihre Fängigkeit und ihre Attraktivität am heutigen Tage bewiesen. Wie es morgen aussieht, weiß keiner, aber das macht ja das Angeln gerade so spannend. Man muss immer wieder experimentieren, rumprobieren.
und lernt jeden Tag dazu. Bei uns im Boot sieht es aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Wir sind im Aufräumen jetzt hier ein wenig. Alles ein bisschen ordnen. Wir haben noch ein ganzes Stück heim. Mit dem Rennboot vom Dieter wird es auf jeden Fall eine imposante, rasante Fahrt. War ein geiler Angeltag, hat mega Spaß gemacht. Waren zwei geile Angeltage. Ein Tag, wo wir wirklich kämpfen mussten und die Zähne zusammenbeißen. Und heute wird wir belohnt. Jetzt geht's nach Ode Tonge in den Marinapark. Dort treffen wir noch ein paar Bekannte. Werden heute Abend dort noch zusammen an unserer gemütlichen Ferienwohnung, Haus am Wasser, wie man es immer nennen will, grillen. Dieter hat ein paar leckere Steaks und Bratwürste aus seiner Wirtschaft mitgebracht. Freue ich mich ganz besonders drauf nach so einem langen Angeltag. Wir sind happy, dass das mit den Hechten so gut geklappt hat heute und kommen auf jeden Fall wieder. Die Mutti war nicht dabei. Aber die Mutti wird kommen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute euch, dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.